und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, also einige von euch, gab es letzte Woche kein zweites Video. Liegt mitunter auch daran, dass ich, was heißt das, Interesse verloren habe. Interesse verloren klingt ein bisschen krass. Schon, manchmal weiß ich einfach nicht mehr, was ich sagen soll oder erzählen soll. Durch die Strecke sah ich, dass ich nicht wirklich was geschafft habe und nicht mehr da war letzte Woche. Weil das Wetter einfach zu krass war, gab es für mich halt auch nichts, ne, was ich euch hätte zeigen können. Diese Woche ist anders, ich war gestern schon mal da wieder ein bisschen mit Sergei, hab gebaut. Wird jetzt jeden Tag immer so für 1-2 Stunden, 2-3 Stunden hingehen. Aber davon mal abgesehen ist halt auch das Problem, entschuldigt bitte, ist ein bisschen laut, ich versuche hier ein bisschen die Temperatur runterzukriegen in der Wohnung, hab deswegen die Fenster offen. Ja, aber was mich halt auch so, klar mache ich den Kanal für mich, ne, aber ja, ich wünsche mir trotzdem gerne mal eine Reaktion von euch, ne, aber es kommt halt eigentlich so gut wie nichts, ne, und dann stelle ich einfach mal, oder was er sagt, ja, ich mache zwar vielleicht jetzt so die hyperintelligenten oder irgendwelche krassen Lernvideos, das ist richtig. Aber wenn ich mir angucke, ne, ich habe es eben mal über die Schule im Video reingestellt gehabt, wo einfach nur der Titel war, der Titel war ja gewesen, als hätten sie noch nicht Sex gehabt. Innerhalb von 24 Stunden oder so über 300 Klicks. Ne, das zeigt dann schon wieder eigentlich so das Bild der Gesellschaft, dass Sex wichtiger ist als Bildung. Oder halt unter anderem, ich gucke mir auch gerne mal so lustige Videos an oder irgendwas, ne? Aber halt auch gerne Bildung, ne? Weil ich halt selber für mich was lernen will und Dinge verstehen will, die ich halt vorher nicht verstanden habe. Aber anscheinend ist es ja nicht mehr so, ne? Also wenn ich so gucke hier bei YouTube, es gibt Kanäle mit Videos, wo Leute einfach nur sich wehtun, so Jackass hoch 10, und die Leute feiern das, ne? Also ich weiß nicht, warum es heutzutage wichtiger ist oder geiler ist, sich anzugucken, wie einer auf die Fresse fällt, sich mörderisch wehtut dabei, wahrscheinlich noch eine Weile im Krankenhaus liegt oder irgendwas, dass das wichtiger oder lustiger ist, sich sowas anzugucken, anstatt mal ein Bildungs-, also ich will jetzt kein Bildungskanal, ne? Aber halt, um andere Dinge sich anzugucken, die halt eben eventuell im Leben mal weiterbringen könnten. Das ist dann schon sehr tragisch, ne? Also, ja, keine Ahnung, ne? Und wenn man dann halt noch so sieht, dazu die Nachrichten sieht, ne? Dass hier schon wieder irgendein Typ eine Frau mit ihrem Kind von der U-Bahn geschubst hat, ne? Also, da fehlen mir echt die Worte, ne? Und das Schlimme dabei ist halt einfach nur, dass die Frau es geschafft hat und ihr 8-jähriger Sohn halt nicht, ne? Und die sagen im Fernsehen immer ohne Vorwarnung, ja, ist logisch, ne? Es würde kein Schwein hingehen und sagen, ey, ich schubse dich jetzt mal voll zu. Also, naja, fehlen mir auch ein bisschen so die Worte. Ich finde das alles ziemlich krass, was so in der letzten Zeit und in den letzten Jahren halt so abgeht in der Welt, in der Gesellschaft. Ich glaube, da kann ich stundenlang drüber reden. Aber es ist halt einfach nur extrem nervig, ne? Wenn ich so sehe, ich bin kein Nazi, ich bin kein Rassist, ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe selber Ausländer bei mir in der Familie, ich habe, bin mit Ausländern befreundet. Das Schlimme ist halt bloß, es sind immer wieder Ausländer, die sowas machen, ne? Und da müsste eigentlich endlich mal die Regierung, müsste es endlich mal Klick machen und die müssten es endlich mal begreifen, dass sie da was machen müssen. Ne? Und nicht immer nur du und mal kurz auf die Finger gehauen oder sowas. Ne? Das geht so nicht weiter. Ne? Ja, es gibt doch genug schlimme Deutsche, die irgendwelchen Scheiß bauen. Ne? Aber dann wird sich im Fernsehen oder hier in Leipzig ist letztens einer mit dem Fahrrad, also Mountainbiker, beim Bahnhof die Treppen runtergefahren. Oh, da war eine Aufruhr gewesen. Und dies,
wo ich mich frage, wo sind da die Prioritäten? Ja, es ist verboten, mein Gott, das war jetzt nicht so schlimm. Er hat keinen verletzt, es ist nichts kaputt gegangen oder, ne? Also es war einfach nur, dass jemand da die Treppen runtergefahren ist. Ne? Das wird dann übelst aufgepauscht und weiß ich was alles, ne? Aber wenn mal wirklich was richtig Schlimmes ist, ne, da ist dann, ja, okay, ist ja halt passiert. Und das finde ich halt das Schlimme dabei mittlerweile. Falls ich irgendwie was von den ganzen Vorkommnissen nicht so mitkriegt habe und ich dir gerade was Falsches erzähle, berichtigt mich gerne. Ne? Aber es ist doch einfach mal so, ne? Dass das halt viele von den Ausländern, die in den letzten Jahren hergekommen sind, ziemlich viel Scheiße bauen. Ne? Wie gesagt, ich habe nichts gegen Ausländer, solange sie halt, ja, was heißt uns anpassen? Klar, die haben ihren eigenen Glauben und alles, ne? Aber die versuchen ja ihre Kultur uns aufzudrücken, dass wir nach ihrer Kultur leben. Und das ist das Falsche dabei. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Türkei fahre oder was ich wohin, ne? Mache ich mich vorher schlau, was sie da für Gegebenheiten und für Regeln und alle Gesetze haben und halte mich daran. Ne? Dass ich nicht perfekt in ihre Sprache kann, ist normal. Ne? Wenn ich da aber hinziehen würde wollen, würde ich die Sprache lernen. Ne? Machen ja auch viele nicht. Aber davon mal abgesehen, es gibt auch viele, sehr viele schwarze Schafe von den Deutschen. Ne? Meiner Meinung nach gerade die, die sich als Nazi bezeichnen, ne? Meckern rum, dass die Ausländer uns die Arbeit klauen, dass sie stinken und weiß ich was, alles für ein Schwachsinn. Das ist absoluter Bullshit, das ist einfach nur hirnloses Gequatsche von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, ne? Die sich mit den Kulturen nicht mal auseinandersetzen. Die meisten Ausländer, gerade die ich auch kenne, sind sowas von reinlich, die gehen teilweise dreimal am Tag duschen, wenn nicht sogar noch mehr. Ne? Schon alleine von ihrer Glaubensrichtung her ist es halt auch, ich will jetzt nicht sagen vorgegeben, aber es ist halt für die sehr wichtig. Ne? Und dann aber die sogenannten schwarzen Schafe, die klauen uns auch die Arbeit hier und so, ne? Das ist auch völliger Bullshit. Ne? Die bringen sogar Arbeit her. Ne? Die machen ihre eigenen Firmen auf. Das sehe ich bei meinem Onkel. Ne? Der hat Firmen aufgebaut hier, hier in Leipzig, aber halt da, wo ich herkomme. Der hat Firmen aufgebaut. Der hat jetzt mittlerweile, glaube ich, 10, 12 Geschäfte. Das eine davon führt jetzt mein Cousin. Ne? Und er schafft Arbeitsplätze. Ne? Aber diese schwarzen Schafe von den Deutschen, das sind doch immer die, ne, die beschweren sich auch über die Hartz IV Empfänger, wo sie selber welche sind, ne, weil sie mit Mitte 20 sich eine 16-Jährige geholt haben und die geschwängert haben und die ganze Zeit muss zu Hause hocken und sich eben Bier nach dem anderen reinschütten. Ne. Das ist dieses Bild von der Gesellschaft, das ist einfach nur traurig. Ne. Und wenn man sieht, dass dieser Leistungsdruck auch in der Gesellschaft immer mehr steigt, mehr steigt, mehr steigt in den letzten Jahren, ne, das ist ja ein Leistungslevel zurzeit, was man alles so in egal in welcher Branche erreichen muss, ne, um keine Angst zu haben, gefeuert zu werden oder irgendwas. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Nur halt, damit die Bosse da oben noch ein bisschen mehr Geld sparen, ne, anstatt noch zwei, drei Leute zusätzlich einzustellen, obwohl sie das Geld dafür locker haben. Nein, ne? Warum denn auch? Ne? Dann machen wir es halt lieber so. Wir stellen drei, vier Leute weniger ein, dafür müssen die aber mehr gehen. Ne, so, scheiß auf 8 Stunden, gehen sie 10 Stunden, gehen sie 12 Stunden. Ne, auch mal 7, 8 Tage oder 10 Tage am Stück, ist doch kein Problem. Dann brauchen wir uns aber nicht wundern, warum die Leute auf Dauer ausfallen, weil ja schon mittlerweile Burnout unsere Volkskrankheit ist. Und das ist absoluter Bullshit. Ne? Wir müssen uns einfach nur wieder klar machen, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Ne? Wir haben uns früher über Kleinigkeiten gefreut. Jetzt, ich kenne Leute, die haben von ihren Eltern ein Auto geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Cool, danke. Ne? Ich wollte doch aber das oder das. Ne? Da wird sich noch beschwert über ein Geschenk, wo sich die Leute Gedanken drüber machen. Und na, jeder will nur dem anderen eins auswischen, der will der Beste sein und über jedem anderen stehen. Und das ist einfach nur absoluter Bullshit. Ne? Wenn ich dann die heutige Jugend noch angucke und wie das alles so abläuft, ziehen wir uns auch gerade auf der einen Seite eine ziemlich egoistische Generation hoch, aber auch eine ziemlich verweichlichte. Was aber halt auch mitunter wieder an der Gesellschaft liegt,
Weil nicht mal mehr bei der Bundeswehr darf man so wie früher, wie es halt wie gewohnt war, die Leute anbrüllt, ne, wenn die Scheiße bauen und auch mal disziplinarische Maßnahmen ergreifen. So, darf man also nicht mehr. Nee, man muss sich heutzutage alle mit Samthandschuhen anfassen, weil sie alle sonst mit ihren Eltern oder mit dem Anwalt drohen. Ne? Und was soll denn das später werden? Was soll das später werden? Ne? Da bin ich froh und dankbar über meine Frau, über meine Familie und über meine Freunde. Die denken, nicht komplett, aber im großen Teil auch so wie ich, dass halt, dass man sich über kleine Dinge freuen muss und kann. Ne? Ich habe das eh mal, weil ich halt ein aufmerksamer Zuhörer bin, habe ich halt meiner Frau, weil die gerne 7-Up trinkt, habe ich dir eine kleine 7-Up mitgebracht, so eine 05er, damit sie was für Arbeit hat. Ne? Die in den Kühlschrank gepackt, damit sie die halt am nächsten Tag schön mit auf Arbeit nehmen kann. Wo ich ihr das gezeigt habe, hat sie Tränen in den Augen gekriegt, weil sie sich über sowas freut, weil ich zugehört habe. Das ist halt das Wichtige dabei. Ne? Also für sie war es das Wichtige. Ne? Und ich bin auch so, ne? Also ich freue mich dann, wenn sie nach Hause kommt und mal ein Stückchen Kuchen mitbringt oder so. Das finde ich dann schön, ne? Und das sind halt diese Dinge, auf die wir uns wieder zurückbesinnen müssen. Ne? Ich habe auch gestern zum Beispiel, wo ich auf Strecke war, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Herzliche Grüße an meine Mutter. Es war ein absolut geiles Gespräch gewesen. Ne? Also ich weiß, dass wir beide öfters gerne miteinander telefonieren würden wollen, aber das halt auch nicht immer so klappt. Ne? Deswegen ist aber halt umso schöner, wenn wir auch bloß alle 2 Wochen mal telefonieren. Dann nehmen wir uns halt auch die Zeit dafür und quatschen mal ein bisschen. Ne? Das ist jedes Mal, also ich freue mich darüber jedes Mal. Es macht Spaß, mit meiner Mutter zu telefonieren. Ne? Es geht mir danach auch meistens besser. Klar, ich kann mit meiner Frau über alles reden, aber manchmal ist halt so das Ding, dass man halt auch mal einen anderen Sichtpunkt oder einfach mal mit jemand anders drüber über irgendwas reden will. Ne? Und da hilft mir halt meine Mutter. Was ich halt sehr schön finde. Ne? Und das will ich auch nicht missen. Bin ich ehrlich. Also ich will nicht wieder dahin ziehen, wo ich herkomme, aber ich will das nicht missen. Ne? Es ist wirklich ein schönes Gefühl, immer mit ihr zu telefonieren. Ne? Hab ihr gestern halt auch so, was heißt Herz ausgeschüttet, also ich war gestern ein bisschen schlecht drauf, weil ich hatte gestern einen Therapeutentermin gehabt, meinen ersten, also halt, ich habe den bei mir in der Schule, der macht aber größtenteils, ist er eigentlich bloß so für das Schulische da, Leistungsdruck und, wie man damit umgeht und alles, ne. Dazu kommt, dass dann halt, ja, mir wurde halt ein anderer empfohlen. Bin ich dahin, dachte mir, okay, so ein Erstgespräch geht so dreiviertel Stunde manchmal. Bei mir wahrscheinlich noch länger, wenn ich immer anfange zu quatschen, ihr merkt gerade. na, aber nach 14 Minuten war ich wieder draußen, weil es die Falschen sind. Na? Also sind für mich die falschen, war es die falsche Art von Therapeut. Es war halt, die waren halt für die medizinische Seite da gewesen, wenn man Leute auf Medikamente einstellt, von Medikamenten abgewöhnt und sowas alles. Brauche ich nicht, nehme ich keine Medikamente, nichts. Dazu kommt einfach nur, dass ich, wie soll ich sagen, ich brauche halt einen Verhaltenstherapeuten. Nicht, weil ich was an meinem Verhalten ändern will oder muss, sondern einfach nur um zu verstehen, also Verhaltenstherapeuten sind nicht dafür da, um das Verhalten von jemandem zu ändern, sondern um demjenigen das Verhalten schlüssig zu erklären. Wieso, weshalb, warum ich damals in gewissen Situationen getrunken habe, wieso, weshalb, warum ich jetzt in gewissen Situationen auf so reagiere, mal so reagiere, um das alles so zu verstehen, ne? Um dann halt an den Verhaltensweisen was zu ändern. Ich hatte vor kurzem so ein Ding in der Schule gehabt, da habe ich mal einen kleinen Witz gerissen. Kam bei meiner Lehrerin vorne nicht so an, die war anscheinend sehr genervt oder irgendwas, ich weiß es nicht. Gab einen Anranzer und da kam innerlich halt wieder dieser Fluchtimpuls, diese innere Stimme, die dann gesagt hat: Schmeiß es irgendwas durch die Gegend, sag fuck you und hau ab. Ne? Habe ich nicht gemacht.
Ich habe dann bis zur Pause gewartet und bin mit ihr ins Gespräch gegangen, was schon mal für mich eine sehr große Steigerung ist. Habe mich auch gefreut darüber, war noch alles wie erklärt. Ja. Und ja, dafür brauche ich halt den Verhaltenstherapeuten. Ne? Das hatte mich dann halt gestern ein bisschen geärgert, dass halt das nicht so geklappt hat. Dazu kam halt noch, dass ich mir extra halt eine Straßenbahn- und Buslinie vorher rausgesucht hatte, wie ich da vernünftig hinkomme, damit ich da nicht hinlaufen muss. Ja, Problem war bloß, meine Straßenbahn kam eine Minute zu spät, der Bus 2 Minuten zu früh. Also doch laufen. Sehr schön. Ja, dann kommt noch, dass meine Frau gestern auf dem Weg zur Arbeit ist, nochmal schnell beim Rewe ran, wollte sich halt was zu essen holen für die Arbeit. Ja, steigt wieder ins Auto, kann das Auto nicht starten. Diagnose, Zündschloss kaputt. Sehr schön, wieder extra Kosten. Dann noch, dass halt mein Wohngeld alles immer noch nicht so läuft, ne? Und ja, alles gerade halt so wieder etwas schleppend ist. Ne? Das hat mich halt gestern alles ein bisschen aufgeregt. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau darüber reden kann, aber halt auch mit meiner Mutter darüber reden kann. Deswegen hat es mich halt gestern so gefreut, ne, dass ich mit ihr so darüber reden konnte. Sie versteht das immer so, was Gelddinge anbelangt, immer ein bisschen besser als meine Frau. Ne? Und das hat mich dann schon. Ja, es hat mir gut getan, mit dir zu telefonieren. Ne? Deswegen hier nochmal vielen Dank, Mama. Und ja, mir geht es gerade wesentlich besser, weil ich mich gerade ein bisschen ausgekotzt habe. Ja, es musste einfach mal sein. Es gibt diese Woche auf jeden Fall noch ein Video von der Strecke. Ob ich fahre, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall was Neues von der Strecke, das ist schon mal gesagt. Jetzt mache ich mir erstmal noch so Frühstück. Ich mal einen Schluck Kaffee. Ich habe die ganzen Mund trocken geredet. Hoffe, dass in der nächsten Zeit auch wieder mal ein bisschen abkühlt. Das ist schon mal eine absolut ekelhafte Schweinewärme hier drin. Und ja, ich genieße jetzt noch diese Woche, nächste Woche meinen Urlaub. Ferien heißt es ja bei mir. Wünsche euch bis dahin eigentlich noch eine schöne Woche. Wir sehen uns diese Woche nochmal. Falls was sein sollte, schreibt mir einen Kommentar drunter. Vor allem, weil ich mich bei manchen Dingen geändert habe. Es ist heute mal definitiv ein etwas anderes Video gewesen, auch mal ein bisschen länger, das weiß ich. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch gefallen habe und euch damit ansprechen konnte. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann die Woche wieder. Bis dahin, euer Jay.